und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um unseren kleinen Maiko. Und zwar, wie ihr schon seht, hat er ein neues Halfter bekommen. Der Grund dafür ist, dass sein altes Halfter ein Ponyhalfter ist und ihm trotzdem viel zu groß war. Und ich hatte noch Biotane übrig von dem Zaum von Somi. Und da dachte ich mir, mache ich ihm doch ein neues schickes Halfter. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Für dieses Halfter benötigt ihr Biotane in der Farbe eurer Wahl, 14 Chicago-Schrauben oder auch Buchschrauben genannt, 5 Ringe bzw. 3 Runderinge und 2 Halfterringe, eine Schnalle und ein Schiffchen bzw. könnt auch 2 Schnallen nehmen und dafür kein Schiffchen und 2 bis 3 von diesen Rechteckösen. Dann braucht ihr noch einen Schraubenzieher, eine Lochzange, ein Maßband bzw. einen Meterstab, einen Stift, zum Beispiel einen Kuli und eine Schere. Das sind alle Materialien und Werkzeuge, die ihr braucht. Und damit ihr wisst, wie lang das Ganze werden soll, braucht ihr natürlich noch die Maße eures Pferdes. Und dann kann es losgehen. Alle Angaben findet ihr wie immer nochmal zum Nachlesen unten in der Videobeschreibung. Als erstes nehmt ihr euch einen Ring oder einen Halfterring und eine Chicago-Schraube, denn wir machen zuerst den Nasenriemen. Dazu nehme ich mir jetzt den Ring und fädel die Biotane einmal durch und schaue, wo ich die Löcher machen muss für die Schraube. Ich mache das relativ eng, damit ich nicht so viel Biotane brauche. Dann macht ihr jeweils die Löcher und fädelt das Ganze wieder durch den Ring und schraubt es fest. Ich habe Maiko im Vorfeld ausgemessen und es kam raus, dass der Nasenriemen insgesamt 24 cm lang sein muss. Deswegen habe ich jetzt von Öse zu Öse 24 cm gemessen. Es wird sich im Nachhinein herausstellen, dass das zu lang war, weil die Ringe selber ja auch eine Länge haben. Aber das habe ich einfach gekürzt und dann passt es wieder. Also jetzt habe ich erstmal 24 cm abgemessen, habe das dann dort markiert. Und um es mir leichter zu machen und dass das ganze Halfter danach auch optisch zusammenpasst, habe ich die Schraube von der ersten Öse wieder weggemacht und das als Muster verwendet, damit die Löcher alle an der gleichen Stelle sind und mit dem gleichen Abstand. Das heißt, ich habe mir die nächsten 2 Löcher anhand der ersten 2 Löcher angezeichnet, habe die Löcher dann durchgestochen und als ich sicher war, dass ich jetzt die richtige Länge habe, habe ich die Biotane abgeschnitten. Und somit war dann eigentlich auch der Nasenriemen fertig. Das heißt, ich habe dann nur noch die 2 Ringe an die Enden gemacht mit den Schrauben. Das werde ich dann nachher wieder aufmachen, weil ich ja wieder ein Muster brauche. Aber das ist jetzt erstmal der Nasenriemen. Jetzt geht es weiter mit dem ersten Backenstück. Hier sieht man jetzt, dass ich von dem Nasenriemen wieder eine Schraube aufgemacht habe, um es als Muster zu verwenden. Das sieht am Ende nicht nur sehr, sehr schön aus, sondern erleichtert das Ganze auch, denn ich muss nicht immer nachmessen und mir neu überlegen, wo ich die Löcher hinmache. Die Backenstücke sollen jeweils 10 cm lang werden. Das heißt, ich habe die ersten 2 Löcher gemacht mit dem Muster, habe dann von der Mitte der Löcher 10 cm abgemessen, da wieder 2 Löcher angezeichnet mit meinem Muster. Jeweils die Löcher gemacht und am Ende auch wieder mit dem Muster die Biotane abgeschnitten. Da die 2 Backenstücke natürlich exakt gleich lang sein sollten, habe ich einfach meinen ersten Backenriemen genommen, auf die restliche Biotane gelegt, das genau so angezeichnet, also die 4 Löcher und wo ich es abschneiden will. Dann ganz einfach am Ende abgeschnitten und die Löcher gemacht und fertig war auch Backenstück Nummer 2. Also das war dann ganz einfach, nachdem der erste fertig war. Dann habe ich den einen Backenriemen direkt an den Nasenriemenring gemacht. Und an dessen Ende, also an das Ende vom Backenstück, dann auch wieder einen Ring. Da soll dann später der Ganaschenriemen dran. Auch der Ring, also der zweite Ring vom Nasenriemen, den habe ich auch hingemacht.
Allerdings habe ich da dann nicht das Backenstück hingemacht, um diese eine Verbindung als Muster zu haben. Jetzt geht es weiter mit der Unterseite des Nasenriemens. Dafür nehme ich mir erstmal wieder mein Muster, zeichne mir zwei Löcher an, mache zwei Löcher und befestige sie an dem einen Ring des Nasenriemens. Man sieht schon links vor mir, dass die Schiffchenschnalle liegen, denn ich habe mich dafür entschieden, unten am Nasenriemen statt einer normalen Schnalle eine Schiffchenschnalle zu nehmen. Die habe ich noch nie verwendet und ich fand es mal ganz interessant, die zu benutzen. Bei einem Halfter. Also ich habe sie schon verwendet, aber eben nicht in diesem Zusammenhang. Dann habe ich die gesamte Länge des Nasenriemens ausgemessen und ich war mir nicht sicher, wie weit ich es dann abschneiden soll. Und ich habe es einfach mal komplett lang gelassen, wo ich dann wusste, dass es ziemlich sicher zu lang ist. Aber danach konnte ich es dann kürzen und ich hatte dann auf jeden Fall genug Biotane. Dann habe ich wieder mit Hilfe meines Musters zwei Löcher gemacht, um es an die andere Seite des Nasenriemens bzw. die Ringe zu machen. Durch die Schiffchenschnalle muss man die zwei Riemen gar nicht groß mit einer Schnalle oder sowas versehen, sondern lässt man einfach lang und macht Löcher rein, um die Schiffchenschnalle da zu befestigen. Dann musste ich mir überlegen, wie lange ich die andere Seite lasse. Und man sieht, dass ich da so ein bisschen rumprobiere und mir vorstelle, wie es aussehen könnte. Als ich mir das dann überlegt hatte, habe ich mit der Lochzange, eine Nummer kleiner, die Löcher für die Schiffchenschnallendorne gemacht. Das habe ich eine Nummer kleiner als die Löcher für die Schrauben. Hier habe ich dann noch diese kleine Öse mit reingemacht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es am Ende wieder raus, weil man es nicht unbedingt braucht. Aber diese Öse ist dafür da, um das Ende von diesem Nasenriemen festzuhalten. Dann habe ich das Ganze außenrum nochmal nachgemessen, damit es ungefähr passt. Und eins kleiner gemacht, weil es ein bisschen zu lang war. Und dann habe ich noch den Ring für diesen Verbindungsring zwischen Nasenriemen und Ganaschenriemen in den Nasenriemen reingemacht. Jetzt geht es weiter mit dem eben benannten Zwischenstück bzw. Verbindungsstück zwischen dem Nasenriemen und dem Ganaschenriemen. Dazu habe ich wieder mit meinem Muster zwei Löcher gemacht, habe den an den Ring befestigt mit einer Schraube und dann ausprobiert, wie kurz ich die Biotane um eine andere Biotane rumbekomme, weil ich da keinen Ring hinmache, sondern es direkt um die Biotane selber rumwickel. Das habe ich dann ausgemessen, wieder zwei Löcher gemacht und das festgeschraubt.
Jetzt geht es weiter mit dem Ganaschenriemen. Da ist auch wieder das Gleiche. Erst mit dem Muster die Löcher anzeichnen, dann die Löcher machen, durch den Ring einfädeln und mit einer Schraube befestigen. Dann wieder die Länge, die man am Pferd gemessen hat, abmessen an der Biotane, dementsprechend abschneiden und den Haken dann vorne an der Biotane mit einer Schraube befestigen. Aber bevor ihr den Haken an die Biotane macht, vergesst nicht, durch dieses kleine Verbindungsstück die Biotane noch durchzufädeln und dann erst den Haken dran zu machen. Kommen wir jetzt zum Ganaschenriemen. Ja, ich glaube, ich wiederhole mich, aber es ist eigentlich immer das Gleiche mit dem Muster abmessen, die Löcher anzeichnen, die Löcher machen, dann die Biotane durch den Ring fädeln und festschrauben. Dann habe ich wieder geschaut, wie viel bzw. wie lang das sein muss. Hat sich dann herausgestellt, dass ich zwar richtig gemessen habe, aber nicht mehr genau wusste, von wo ich gemessen habe. Deswegen wird der Genickriemen jetzt erstmal viel, viel zu lang. Das mache ich dann später wieder kürzer. Aber grundsätzlich erstmal festmachen und dann messen. Und auf der anderen Seite muss hier eine Schnalle hin. Da habe ich dann auch erstmal ein bisschen rumprobiert. Da hatte ich dann auch keine genauen Maße, wo ich die Schnalle hinmache, sondern habe das so ein bisschen nach Augenmaß gemacht. Für die Schnalle macht man sich quasi einen Schlitz in die Biotane und fädelt dann die Schnalle dort ein und schraubt es dann auf der anderen Seite fest. Ich habe ja dieses eine Stück immer nicht fertig angeschraubt, damit ich ein Muster habe für alle anderen Löcher. Und das habe ich jetzt endlich auch festgeschraubt, damit ich mal sehe, wie das insgesamt zusammengebaut aussieht. Den Ganaschenriemen habe ich dann so weit abgeschnitten, dass das Ende auf jeden Fall nicht über diesen Ring hinaus guckt, weil ich einfach das nicht optisch nicht so schön finde. Und so habe ich es dann abgeschnitten und die Löcher gemacht. Die Löcher mache ich immer so, dass das mittlere Loch die abgemessene Länge ergibt und dann mache ich noch zwei für länger und zwei für kürzer. Aber nur mal für den Anfang, man kann dann, wenn man es abfährt oder wie bei mir am Esel ausprobiert, dann schauen, ob man noch Löcher mehr braucht. Hier habe ich dann auch wieder so eine Öse benutzt, um das Ende des Genickriemens schön und optisch hübsch zu verstauen. Und so sieht jetzt Maikos neues fertiges Halfter aus. Wie gesagt, ein paar Riemen sind noch ein bisschen zu lang, vor allem der Genickriemen. Den habe ich dann im Nachhinein nochmal gekürzt, aber im Prinzip macht man so ein Halfter aus Biotane. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht möchtet ihr auch einen Halfter selber machen. Dann schickt mir doch gerne Bilder auf Instagram. Wie ich dort heiße, habe ich unten in die Infobeschreibung gepackt. Und dann war es das jetzt mit diesem Video. Macht's gut, bis dahin, ciao!